Hallo, Servus und herzlich willkommen bei Geschichte Tag für Tag. Heute am 23. September. Es sind noch 99 Tage. Im Jahre 1122 kommt es zur Unterzeichnung des Wormser Konkordats. Darin beschließen König des Deutschen Reiches Heinrich V. und Papst Calixt II., dass der Investiturstreit ab sofort beendet ist, der über 50 Jahre das Reich und die katholische Kirche im Griff hielt. Beim Investiturstreit ging es darum, wer Bischöfe und kirchliche Würdenträger einsetzen darf, der Kaiser bzw. König oder nur der Papst oder beide. Es war natürlich so, wenn man einen Bischofsstuhl hatte und den mit seinem Mann besetzen konnte, der zu einem hielt, war das natürlich schon ein politischer Vorteil und deshalb stritten König und Papst immer wieder darum. Wie gesagt, mit dem Wormser Konkordat kommt es heute zu einem Ende, und zwar insofern, dass die Investitur, also die Einsetzung von kirchlichen Würdenträgern, wirklich nur der Papst machen darf. Calixt II. Hat allerdings gesagt, gut, er könnte sich durchaus vorstellen, wenn er denn einen Bischof einsetzen möchte, vorher den König zu fragen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es wirklich so weit gekommen ist. 1253, in den Wirren des Interregnums, also der Königs- bzw. kaiserlosen Zeit im Römischen Reich Deutscher Nation, lässt sich Ottokar II. Zum König von Böhmen krönen, nachdem er vorher durch Heirat schon Herzog von Österreich geworden ist. Ganz zum König des Heiligen Römischen Reiches hat er es dann doch nicht geschafft. 1795, am heutigen Tag, verkündet die französische Nationalversammlung eine neue Verfassung. Es wird ein fünfköpfiges Direktorium gebildet, das die Exekutive repräsentiert und ausübt, und ein sogenanntes Zweikammernparlament, das die Legislative übernimmt. Das Ganze ist jetzt so die Endphase der Französischen Revolution und beendet auch die grausamen Verfolgungen und Hinrichtungen dieser Französischen Revolution. 1921 stellt auf der deutschen Automobilmesse der österreichische Ingenieur, glaube ich, war der Edmund Rumpler, seinen Tropfenwagen vor. Er nahm sich einen fallenden Wassertropfen vor und verbaute den in ein Auto, weil er sich gedacht hat, gut, vom Windwiderstand, Luftwiderstand her müsste das doch eine optimale Form sein. Er erregt natürlich sehr viel Aufmerksamkeit damit. Durchgesetzt hat sich dieser Tropfenwagen leider nicht, weil ich fand ihn eigentlich ein recht lustiges Auto. Aber ich habe erfahren, dass man Ende der 70er Jahre einen Tropfenwagen mit einem, Entschuldigung, ich mache jetzt keine Werbung, VW Golf verglichen hat in einem Windkanal. Und der VW Golf hatte doppelt so viel Luftwiderstand wie dieser Tropfenwagen. 1927 unterzeichnet Reichsaußenminister Gustav Stresemann den Vertrag zum Beitritt des Deutschen Reiches zum immerwährenden ständigen Gerichtshof in Den Haag und erkennt gleichzeitig dessen Schiedssprüche immer wieder an. Es war geschichtstechnisch heute nicht sehr viel los, weshalb ich jetzt zu den Geburtstagen kommen möchte. Und zwar wird im Jahre 63 vor Christus Gaius Julius Caesar Augustus geboren. Octavius, wie er eigentlich hieß, Adoptivsohn und Alleinerbe von Gaius Julius Caesar, nahm 44 vor Christus dessen Namen an. Der römische Senat verlieh ihm 27 vor Christus weitgehende Befugnisse und den Ehrnamen Augustus, unter dem kennen wir ihn am meisten. Er baute seine Vollmachten unter anderem militärischer Oberbefehl im Gesamtreich ab 23 v. Chr. Zur Alleinherrschaft des Prinzipats aus, das später als Kaisertum vom Namen Caesar, Caesar, Kaiser bezeichnet wurde. Und 1215 wahrscheinlich kommt Kublai Khan auf die Welt. Kublai Khan, der Enkel von Genghis Khan, unterwarf China und eroberte Korea, Indonesien und Hinterindien.
1264 verlegte er das Zentrum des Mongolenreichs nach Peking und begründete als chinesischer Kaiser die Yuan-Dynastie. Marco Polo lebte 1275 bis 92 an seinem Hof. Das soll es für heute gewesen sein. Ich sage Servus und bis morgen.